So, ja, dann schauen wir mal rein, was in der Lootbox so drin ist. Wie gesagt, Oktober Lootbox von Get Digital. So, das erste, was wir haben, ist ein Star Wars Kissen. Ein kleines schön für den Kopf. Fühlt sich auch sehr gut an. Dann haben wir hier, ist ja kurz vor Halloween, das heißt, natürlich darf auch ein bisschen Horror nicht fehlen. Und wir haben hier von S, also dem Film, wir haben hier den Clown Beverly und Ben, also Pennywise, den Clown, der ist hier mit dabei. Es gibt auch noch verschiedene Sets, zum Beispiel Pennywise mit einem Arm in der Hand. Dann haben wir hier noch, ist das ein Quartett? Wir haben es auf jeden Fall zweimal. Keyforge, Ruf der Achronten. Und enthält ein einzigartiges, spielbereites Achon-Deck. Also ist hier, entdecke eine Welt, in der das Unmögliche möglich ist. Das Archon-Deck in dieser Schachtel unterscheidet sich von allen anderen existierenden Decks. Mit seiner eigenen Kombination aus Karten bietet dieses Deck Strategien, die nur du meistern kannst. Ein Deck pro Spieler genügt, um Keyforge zu spielen. Regeln gibt es online unter asmodi.de. Marker sind im Starter-Set für Keyforge Ruf der Achronten enthalten. Nicht, dass die auf einmal einen hohen Sammlerwert irgendwann haben. Ne? Ich spekuliere immer noch darauf, dass die irgendwann einen hohen Sammlerwert haben und pack die deswegen nicht aus. Machen wir auch keine Ausnahme. Nein, es gibt keine. So, was haben wir hier? Ein Shirt von Cthulhu. Hier haben wir Incoming Call, also quasi wie so ein Handy. Cthulhu ruft an. Haben wir noch seine Mobilfunknummer. Okay, sehr cooles Shirt. Von der Qualität her auch immer sehr gut. Dann haben wir hier noch ein Periodensystem, ein Geschirrhandtuch. Ah, wunderbar. Geschirrhandtücher sind immer gut. Danke, Get Digital, an dieser Stelle. Geschirrhandtuch kann ich immer gebrauchen. Hier in der Küche. Das passt hervorragend. Ja, im Prinzip haben wir hier einmal das Periodensystem mit allen Elementen, die es so gibt. Und das Ganze eben als Geschirrhandtuch. Fantastisch. Wunderbar, sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben hier noch unser kleines Tütchen. Einmal nochmal hier einen Aufkleber. Think like a proton, always be positive. Ein gutes Ding auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal, ich vermute mal, es sind Kaugummis oder irgendwas in der Art. Schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal an, wo die herkommen. Dann haben wir noch einen Aufkleber, kein Aufkleber, einen Button. Keep calm and demand trail by combat. Also, bleib cool und vermeide einen Prozess, in dem du einen Kampf austrägst. Du könntest aus dem Mittelalter stammen. Hier haben wir noch dann das wunderbare Heft zu Keyforge mit der jeweiligen Anleitung, also auch mit dem Grundprinzip, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nicht der große Kartenspieler, von daher, ich habe auch kein Magic gespielt. Ich habe zwar Pokémon-Karten mal gesammelt, aber sowas wie Magic, The Gathering oder sonst was, habe ich nicht gemacht. Also ja, kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber vielleicht ist es für Keyforge ist es bestimmt ein ganz cooles Ding. Und ich nehme an, das hier ist dann das Keyforge-Spielbrett, beziehungsweise die Marken, die man ausschneiden kann und so weiter und so fort. Genau, haben wir von beiden Seiten nochmal diese Marken drauf. Wie gesagt, für mich ist es nichts, bin ich ehrlich, absolut uninteressant. Ja. So, dann haben wir noch ein... Ist das ein Aufkleber? Oder so ein... Aufräumen muss man erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Ja, sehr gut. Dann schauen wir mal rein.
Ist eine gute Lootbox. Ist eine gute Lootbox. Kann ich jetzt schon mal soweit sagen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Wir haben ein von vier Sofakissen zu Star Wars. Das sind die hier oben. Und Commander Kylo Ren gab es einmal. Dann gab es noch den Astromech-Druiden BB-8, die Stormtrooper der ersten Ordnung oder gleich die ganze Hauptbesetzung von Episode 7. Wir haben das hier bekommen. BB-8 wäre auch cool gewesen, aber das ist auf jeden Fall super. So, der Button. Trial by Combat. Wenn dir jemand doof kommt, fordere die Person einfach zu einem Duell heraus. Funktioniert bei nervigen Nachbarn, Vorgesetzten und sogar bei den Schwiegereltern. Wenn es im Spiel der Throne ausreicht, reicht es auch für deinen Alltag. Genau, also bei Game of Thrones. So, A4, Poster, WLAN und aufräumen. Leere Flaschen wegen des Pfandgeldes, Pizzakartons, weil da noch ein Stück für später drin liegt. Klamotten, die halt noch nicht dreckig genug für die Wäsche sind. Und der ganze andere Kram, den man halt später wegräumt. So werden recht viele Gamingzimmer gerne dekoriert, aber alles hat seine Grenzen. Sobald das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt, wird aufgeräumt. Ganz sicher. Das ist das Poster. Also DIN A4-Format Poster, sehr cool. Dann haben wir noch die Mara Bolochans Sandia aus Mexiko. Auch wenn es als Mitteleuropäer bei dem Geschmack von salzigen Tomatengewürz Melone-Bonbons vielleicht erstmal verwirrt sein mag, sind die in Mexiko eine beliebte Delikatesse. Solltest du die Bonbons auch so genossen haben wie echte Mexikaner, bekommst du mehr davon auf sugarfari.de. Ich bin absolut kein Tomatenfan, es tut mir leid. Okay, ich probiere es trotzdem. Genau, der Aufkleber Think Like a Proton, das war auch mit dabei. Im Lootbox Upgrade waren drei Game of Thrones Figuren von Eagle Moss mit dabei, jeweils im Wert von 7,95. Habe ich nicht dazu genommen. Ich fand Game of Thrones ganz interessant, ganz cool, aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfan, dass ich da jetzt ein Upgrade machen würde. In der nächsten Lootbox gibt es legendäre Items zum Thema Borderlands, also so ein bisschen was in Richtung Gaming. Das ist dann auch schon die November Lootbox. Ja, mal gucken, vielleicht hole ich mir das nochmal. Dann haben wir Vorsicht, Suchtgefahr. Nochmal so ein bisschen Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Das ist wahrscheinlich so ein Kartenspiel oder Memory-Spiel. Tja, okay. Respawn Lootboxen. Dann haben wir noch neue Sachen im Shop. Aber wo ist denn... Ach, lol. Ich hab die erste Seite übersprungen. 17,95 Euro das Keyforge, also zwei Keyforge Starter Decks. Keyforge ist die neueste Entwicklung von Richard Garfield, dem Erfinder von Magic the Gathering. Erneut geht es um fantastische Kreaturen, die sich in Kartenform auf deinem Tisch gegeneinander messen. Keyforge funktioniert aber völlig anders als in Magic. Es ist kein Sammelkartenspiel, in dem derjenige gewinnt, der mehr Karten gekauft oder das bessere Deck gebaut hat. Im Gegenteil, jedes deiner Decks ist komplett und unveränderlich. Aber taktische und extrem abwechslungsreiche Duelle sind trotzdem garantiert. Du hast nun mit zwei Decks und den Schnellstartregeln alles, was du brauchst, um loszulegen. Mehr Infos und Spielregeln findest du in dem beiliegenden Regelheft und auf gdlink.de/keyforge. Ja, wie gesagt, ist eine nette Idee, aber ich weiß nicht, wie groß die Magic Community ist. Keine Ahnung. Für mich wäre es nichts. So, dann haben wir die Actionfiguren zu S für 17,95 mit dabei. Das Geschirrhandtuch für 11,95. Das T-Shirt Call of Cthulhu für 16,95. Und, Moment. Also irgendwie fehlt mir was. Ich habe auf jeden Fall keine Game of Thrones Figur. Get Digital! Hallo? Wir haben hier ein Live-Unboxing gemacht und ihr habt mir keine Game of Thrones Figur mit dazu gepackt? Kann ja wohl nicht sein, oder? Habe ich das übersehen? Also ich habe jetzt gerade hier nochmal durchgeschaut, aber nein. Eine von drei Game of Thrones Figuren, Tyrion Lannister. Nein! Wie gemein. Ja, okay. Schade. Dann werde ich wohl die Tür nochmal anschreiben. Auf jeden Fall habe ich die leider nicht mit drin.
Das wäre natürlich cool gewesen, aber ich habe sie leider nicht. Naja, okay. Da werde ich die Support nochmal anschreiben. Die sind übrigens auch immer super, super freundlich, nett und zuvorkommend. Also da ist alles ziemlich easy bei denen. Naja, und wenn jetzt halt die Game of Thrones Figur fehlt, dann ist es halt so. Ich schreibe die trotzdem mal an und dann gibt es vielleicht nochmal ein kleines... Kann man ja bei der nächsten Lootbox vielleicht nochmal mit reinpacken oder was auch immer. Auf jeden Fall war das die Lootbox aus dem Oktober 2020 von Get Digital. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.